Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh, fuck. Da ist schon der erste Kill. Oh, fuck. Das wollte ich gar nicht. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr wieder am Start seid, Leute. Und ihr seid diesmal bei meinem ersten Mal dabei. Zum ersten Mal das Streugeschütz ausprobieren. Ich schwör's euch, das ist wirklich meine allererste Begegnung mit dem Ding. Und da hinten ist ein fucking, motherfucking Heldensymbol. Was ist es in letzter Zeit? Was ist... Ihr Miesen! Ihr miesen Schweine! Ihr miesen Schweine! Was wollte ich sagen? Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ach Leute, jetzt bin ich schon wieder komplett aus dem Konzept raus. Egal, auf jeden Fall finde ich das geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schöne Grüße gehen raus an alle Supporter. Ich feiere das immer, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, so den Hashtag. Ich habe überlegt, ist das ein bisschen, kann das ein bisschen zu selbstverliebt rüberkommen? Aber ihr wisst ja, das ist absolut nicht meine Intention. Ich feiere das einfach nur, dass ihr da so am Start seid. Mach ihn weg, mach ihn weg! Oh fuck. Und wie immer natürlich, vergesst nicht das Video zu bewerten, Leute. Euer Feedback ist der Treibstoff für dieses kleine Projekt. Obwohl klein, wir sind über 330 Folgen schon. Und gefühlt ist es 2 Wochen her, wo ich Folge 300 hochgeladen habe. Hä? Habt ihr gesehen? Der wurde getötet mit der Pistole, Alter. Mit dem Pistolenblaster, nicht mit dem Schlag. Also, es ist ganz komisch in letzter Zeit, diese Verzögerung stellenweise, wa? Ganz, ganz komische Scheiße hier, die abgeht. Es ist auch ganz komisch. Naja, auf jeden Fall, Leute, hatte ich in dieser Folge wieder eine Frage für euch. Und ich bin sehr gespannt, was ihr so antworten werdet. Denn in dieser Folge wollte ich euch mal wirklich fragen, was ist euer absolutes... Übrigens, Mr. Stein, du weißt, dass du gemeint bist. So macht man das übrigens. Spaß beiseite. kleiner Seitenhieb gegen Mr. Darkseid. Aber nur Spaß. Was ist euer absolutes Lieblings-Star Wars-Spiel? Ich bin sehr gespannt, Leute. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr könnt auch gerne mehrere Teile reinschreiben. So, vielleicht eine Top 3. Wahrscheinlich kann ich kann mir ganz gut vorstellen, dass zum Beispiel viele von euch dann Star Wars Battlefront nennen würden. Dementsprechend wäre es natürlich auch cool zu wissen, was ihr noch so zockt. Ich wollte auch in dem gleichen Atemzug, wo ich euch nach eurem Lieblings-Star Wars-Spiel fragen, mal so in die Runde fragen, ob jemand von euch Galaxy Heroes probiert hat. Ich habe das öfters jetzt schon gesehen, auch so in der Werbung und so weiter. Moment. Du bist so scheiße. So, jetzt können wir weitermachen. Moment. Nein, jetzt war mein scheiß Schild gezogen. Mist. Ja, Galaxy Heroes habe ich letztens wieder des Öfteren zum wiederholten Male im App Store gesehen oder im Google Store. Weil ich habe ja vor kurzem angefangen mit Clash Royale so. Und da wird es auch, ist nicht weit entfernt so von den Empfehlungen her. Und da würde mich mal interessieren, ob jemand von euch das gezockt hat und ob das cool ist. So. Weil es gibt da so viele Star Wars, kostenlose Star Wars Spiele irgendwie auf Android. Das ist ja und iOS. Das ist ja unfassbar. Und wenn da so coole Sachen dazwischen sind, warum sich nicht mal gönnen, Alter? Mal kurz mal reinzocken. Was ist mit dem denn los? Okay. Okay. Oberfett wurde neutralisiert. Uplink Erfassungssequenz offline. Wir müssen das Signal reaktivieren. Jeder Schuss ein Treffer. La 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 la. Hä, wofür habe ich denn den Assist bekommen jetzt? Und was zum Teufel erfasst mich denn die ganze Zeit? Das. Ah, scheiße, das schaffe ich nicht. Imperiale Einheiten voraus.
Uplink deaktiviert. Wir müssen ihn reaktivieren. Ey, die Knarre haut dermaßen krass rein. Ey, Leute, ohne Witz, ich verstehe nicht, warum ich die so lange außer Acht gelassen habe. Wahrscheinlich wegen dem Dreierschuss. Wie ihr wisst, ist es ja normalerweise nicht so meine bevorzugte Schussfrequenz. Deswegen habe ich das die ganze Zeit... Ah, ich habe ihn getroffen, aber nicht getötet. Wo ist er? Ist es der Kollege von vorhin? Ist es der gleiche? Ich habe ihn getroffen, aber nicht getötet. Das ist natürlich... Das ist natürlich bitter. Jetzt kann ich noch mehr mit... Jetzt kann ich noch mit mehr mit Mr. Stein mitfühlen. Okay. Wie stehe ich? 18,5, was geht ab? Bester der Lobby, was geht ab? So kennt man mich halt einfach. Naja, ab und zu zumindest. Boah! Wir sind in der Unterzahl. Passt auf euch auf. Okay. Das ist immer ganz gut, Leute, wenn ihr da an einer scheiß Uplink-Station seid und dahin lauft, um das zu aktivieren, müsst ihr das Ding ja angucken. Aber ich würde euch raten, was ich gerade gemacht habe, euch dann umzudrehen, weil da kann euch nicht jemand one-hitten mit dem Schlag von hinten. Und dann habt ihr ein bisschen mehr Zeit, vielleicht. Weil ich. Mir ist es selber oftmals passiert. Und wahrscheinlich einigen von euch auch, wenn ihr da an dem Uplink seid und das anguckt, dass von hinten jemand kommt und euch einfach per. One Punch Wegbox, weißt du? Deswegen. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Ah, schlecht von mir. Der Feind ist hier. Oh! Und weg, 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 weg. Einfach weg. Scheiß drauf. Pussy Boy Sorb springt weg, aber er wird nicht Pussy Boy Sorb genannt, weil er das Schild benutzt, sondern weil er Pussys ohne Ende am Start hat, Junge. Ja, hammerhart, oder? Geiler Spruch, Mann. Kann ich mir selber kurz mal auf die Schulter klopfen später. Aber erst nach der Folge. Okay, wie machen wir das denn jetzt? Wo sind die Gegner denn? Boah, nein! Pester! Ah, scheiße! Skywalker! Da oben war einer. Ich renne hier gerade ein bisschen. Komm, Skywalker! Ich hätte es fast geschafft, endlich! Ich hätte es fast geschafft, Vader kaputt zu prügeln! Ein Schritt schneller gewesen! Ey, ohne Witz! Das ist irgendwie so mein kleines Ziel in letzter Zeit. Das wäre so geil, ey. Man muss sich das einfach reinziehen. Als kleiner motherfucking Rebell Vader kaputt schlagen. Das ist einfach. Ich weiß nicht. Das ist schon wieder der Typ gewesen, der ist so scheiße schlecht. Oder bin ich so gut? I don't know, Junge. Kommt der hoch? Kann man mit dem Streugeschütz eigentlich durch die Bubbleblasen ballern? Wer erfasst mich da? Hallo? Nein, bitte nicht.
Hinter mir? Vor mir? In der Region sind Sturmtruppen. Hä? Was erfasst mich denn da vor, vor allen Dingen? Ist er wo? Wo? In dem Po? Ist er wo? Da. Nee, der ist tot. Bin ich irgendwie dumm? Bin ich irgendwie dumm? Die sind schon alle vorbeigelatscht, oder? Tja, na gut. Dann würde ich sagen, ab geht's, oder? 22,6 ist jetzt keine absolute Meisterleistung oder sowas. Aber in Ordnung. Aber wahrscheinlich. Was ist Scheiße? Mann! Er erdippt mich! Er teabagt mich! Wie hieß der Typ? Das war der Buzzer, oder wie hieß er? Wie hieß der Typ? Scheiße, jetzt habe ich nicht auf den Namen geachtet. Krass. Krasser Typ, Junge. Respekt. Mit zwei Mann habt ihr mich fertig gemacht. Ah, Mann, ey. Dem muss ich es geben. Ich weiß. Wow, was war das denn? Holy shit. Ich habe ihn tatsächlich noch erwischt. Wow. Ey, das Streugeschütz ist hammerhart, ey. Ja, sorry, Bro. Den Kampfläufer erfasst. Ich weiß auch gerade echt nicht, welches Merkmal ich überhaupt habe. Ich glaube, ich habe Leibwächter, oder? Was ist das da unten links? Oh mein Gott. Hey. Sorry. Sorry, but not sorry. Oh mein Gott, Junge, übertreibt's doch nicht. Zielerfassung des Y-Wing abgeschlossen. Soll ich tatsächlich das Geschütz hier rausholen? Das wäre so geil gewesen! Mann, jedes Mal wäre es so geil gewesen! Ich geh den jetzt kaputt prügeln, Vader. Verstärkung! Schaltet die Uplinks ein! Feindliche Einheiten in der Nähe! Wir haben Vader besiegt! Jawolski! Boom, 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 Junge! Links-rechts-Combination, Alter! Mann! Komm, komm, komm. Scheiße, Mann. So eine Kacke, aber auch. Ja. Komm, die Scheiße müssen wir aktivieren. Sauber. Wie weit reicht das Ding eigentlich? Das muss ich alles noch testen, ich habe keine Ahnung. Oh Gott, Alter. Von unserem Bomber anvisiert. Sturmtruppen
Was? Ich hatte doch den letzten Hitmarker. Scheiße, Mann. Okay. Da muss ich noch ein bisschen üben, um so legendär zu werden. Wie Mr. Stein. Weil der hat es tatsächlich drauf mit dem Teil. Kranker Typ. Unsere Bomber gehen auf Angriffskurs. Oh Gott, nicht gut, gar nicht gut. Ich setze so oft dieses scheiß Schild ein mittlerweile. Was ist denn los mit mir? Oh Gott, ich werde gejagt. Verpiss dich. Nein! Oh, schlechter Jack Valentine. Oh Gott, Junge, wenn ich den Namen lese. Ich krieg nicht mal einen Assist dafür. Wow! Wow, was? 35-14. Naja. Also Streugeschütz ist auch das eigentlich mit das Dümmste, was du. Ja, was heißt dumm? Aber dumm jetzt nicht unbedingt, aber für die kleineren Modis ist es natürlich besser geeignet, aber ja. Egal. Da hättest du gut und gerne mal sterben können. Sieht er mich? Cowabunga Lifestyle! Boom, Junge! Wer ist der Beste, Junge? Fatzke! Bleib liegen! Ich hoffe, die ich jetzt gerade versuche zu beschützen... egal, ich sehe es gerade. Ich sehe gerade die Lebensanzeige. Da kann ich unsere Schützen noch so viel... Da kann ich unsere Schützen noch so gut versuchen zu verteidigen. Da geht gar nichts mehr. Das haben wir verloren. Komm bitte um die Ecke. Ah, schade. Naja. Naja. Nein, Renegade Legacy hat mir tatsächlich noch den ersten Platz der Lobby gesnappt. Na egal, scheiß drauf. Gut, war mein erstes Mal mit dem Streugeschütz. Das könnte echt eine coole Waffe sein für mich. Für kleinere Modi, definitiv. Ja. Ja, doch. Doch, doch. Naja, gut, Leute. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und schreibt mal echt gerne in die Kommentare, was eure Lieblings-Star Wars-Spiele sind. Was sind eure Lieblings-Star Wars-Spiele? Um das kurz für mich abzuhaken, damit ihr Bescheid wisst, was es bei mir ist. Auf jeden Fall Platz 1, definitiv unangefochten. Knights of the Old Republic. Das Rollenspiel von BioWare, der erste Teil, der zweite Teil war auch gar nicht mehr von BioWare und ich meine auch nicht das MMO, sondern das klassische Rollenspiel. Ja, das war auch das erste Spiel, womit ich in Berührung gekommen bin, so richtig mit BioWare. Seitdem gehören sie für mich zu den besten Spieleentwicklern, die wir so haben. Platz 2. Wird es wahrscheinlich tatsächlich sogar Star Wars Battlefront sein. Ja, Star Wars Battlefront so im Allgemeinen. Viele Sachen aus den älteren Teilen, aber auch ein paar Sachen aus diesem Teil hier, weil ich würde diesen Teil, so viel ich mecke oftmals und so viel ich mich aufrege und so viel das auch oftmals, ich sag mal zu 90-95% berechtigt ist, zumindest meiner Meinung nach, spiele ich dieses Spiel ja nicht, weil es keinen Spaß macht. Es macht Spaß. Aber wenn diese so viele Punkte ausgemerzt werden würden, wäre das ein überkrasses Spiel. Also Star Wars Battlefront insgesamt auch, würde ich auch reinnehmen. Und, boah, dann ist es schwer, ey. Jedi Knight oder Force Unleashed. Das ist schwer, Alter. Es ist schwer. Das ist schwer. Ist schwer. Das kann ich echt nicht sagen, weil Force Unleashed ist auch saugeil, es ist saugeil einfach. Und auch da steckt so viel Potenzial drinnen, dass es noch ein viel krasseres Spiel hätte werden können. Mal abgesehen davon, dass der zweite viel zu kurz ist. Aber ja, das sind so meine Spiele, die ich von Star Wars absolut feiere.
Ja, deswegen bin ich mal gespannt, was es bei euch ist. Beteilige ich euch gerne. Ich denke, jeder hat da seine Meinung dazu. Und ich danke fürs Zusehen, Leute. Wir hören uns. Haut rein. Vergesst die Bewertung nicht. Checkt meine Social Media Seite ab. Und jetzt ist aber Schluss. Haut rein.